Was ist das für eine Stadt, in der Günter Grass 1927 zur Welt kommt? Nun, Danzig ist seit 1920 eine Sonderverwaltungszone des Völkerbunds infolge des verlorenen Ersten Weltkriegs mit einer eigenen Währung, den Danziger Gulden und eigenen Briefmarken. Vor allem aber ist Danzig natürlich eine große Stadt. Aber der Roman, die Blechtrommel, spielt ja in einer Vorstadt, eben der Vorstadt, wo sowohl die Familie Grass wie die Familie Mazerath einen Kolonialwarenladen betreibt. Im Einwohnermeldebuch 1942 wird Wilhelm Grass als Kaufmann geführt, wohnhaft im Larbesweg 13. Und das ist eben in Danzig-Langfuhr. In diesem Mikrokosmos der Vorstadt spiegelt sich die ganze Welt, der Makrokosmos. Das ist ja der Grund, weshalb dieser Roman bis heute auch weltweit gelesen wird, weil in diesem Milieu der Kleinbürger können sich alle Kleinbürger auf diesem Planeten widerspiegeln. Und wie kommt nun die große Welt, wie kommt die Welt des Krieges in diese Danziger Vorstadt? Natürlich über die Medien, über das Radio, wo Sondermeldungen laufend das Programm unterbrechen.